Jetzt sehe ich aus wie Professor Quirrell. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich mache heute mit euch zusammen wieder einen Tag und zwar ist das diesmal der Social Media Book Tag. In diesem geht es, wie der Name schon sagt, um die verschiedenen Social Media Kanäle, sprich Twitter, Instagram und Co. Und zu jedem dieser Kanäle gibt es eine Frage, die gestellt wird und die werde ich euch natürlich so gut wie möglich beantworten. Ich würde sagen, wir legen direkt los mit der Frage Nummer 1. Diese bezieht sich auf die Plattform Twitter und heißt einfach das liebste kurze Buch. Ich habe mich für King Kong das Liebesschwein entschieden. Das ist damals in der Oettinger Kinderbuchreihe erschienen und hat mich, als ich noch jung war, sowas von gefesselt und ich musste Tränen lachen, als ich dieses Buch gelesen habe. Das Buch ist schon so alt, das ist glaube ich 1993 oder so erschienen. Ich habe es damals zur Einschulung bekommen, so alt ist das schon. Und jetzt rechnet bitte nicht nach, wie alt ich bin. In dem Buch geht es um den kleinen Jan Arne und der hat ein Meerschweinchen, das heißt King Kong. Und dann kriegt er Besuch von seiner Freundin aus dem letzten Sommerurlaub, das ist die Liane und die hat auch ein Meerschweinchen und das ist ein Junge und das ist der Muki. Und auf dem Campingplatz sind ja keine Meerschweinchen erlaubt und man darf die beiden Meerschweinchen ja auch nicht zusammentun, weil Männchen und Weibchen, das gibt Junge und ein Meerschweinchen in der Wohnung reicht ja schon völlig aus. Ich habe wie gesagt Tränen gelacht über dieses Buch. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch im Handel gibt. Wie gesagt, 93 ist schon ein bisschen her. Aber schaut einfach mal bei Momox oder bei Rebuy oder bei Avell und wie die ganzen Anbieter alle heißen. Ich kann es euch auf jeden Fall nur ans Herz legen. Frage Nummer 2 bezieht sich auf Facebook. Und zwar lautet sie, ein Buch, bei dem dich jeder gezwungen hat, es zu lesen. Und das ist ganz klar die Twilight-Reihe. Meine Mädels haben sich eigentlich über Twilight und die Bücher kennengelernt. Ich bin irgendwie ganz spät erst dazu gestoßen, als die schon bei Band 2, 3 waren oder so. Hab dann ewig mir anhören dürfen, lies das, lies das, lies das, lies das, lies das. Muss leider zugeben, dass ich die Bücher auch damals echt gut fand. Ich finde sie eigentlich heute auch noch okay. Aber leider Gottes wurde es mir durch die Filme echt versaut. Ich mag diesen Edward-Darsteller, wie heißt er, Robert Pattinson, mag ich gar nicht. Glitzernde Vampire, ja, als das Buch rauskam, war das vielleicht noch okay, aber heutzutage denke ich mir, aha, wer Blood Ties und Co. und Vampire Diaries und wie sie nicht alle heißen gesehen hat, der findet Glitzernde Vampire leider Gottes ein wenig lächerlich. Aber wie gesagt, die Bücher haben mir damals gut gefallen. Mein damaliger Freund hat sie mir dann in dieser Ausgabe und in dieser Version geschenkt, weil ich das Cover bis heute immer noch schön finde und sie in meinem Bücherregal einfach besser aussehen als diese komischen grünlichen Cover, die es dann auch noch gab. Und da hat es dann bei mir auch irgendwie angefangen, dass ich wieder mehr gelesen habe, gerade mit meinen Mädels. Wir haben uns über so viele Bücher ausgetauscht und haben die untereinander getauscht. Dafür muss ich Twilight definitiv dankbar sein und auch dafür, dass ich jetzt meine Mädels habe. Frage Nummer 3 bezieht sich auf Tumblr, was ich persönlich noch nie benutzt habe. Aber egal. Die Frage lautet, ein Buch, das du bereits gelesen hast, bevor es cool wurde. Ich habe mir jetzt ein Buch rausgesucht, ich weiß nicht, ob das wirklich cool war zu der Zeit, als es rauskam. Aber ich habe mir Wasser für die Elefanten rausgesucht. Ich habe das damals schon gelesen in der Erstauflage, aber wie ihr wisst, ist bei einem Umzug eine Kiste Bücher verschwunden. Ich weiß nicht, wo sie hin ist. Auf jeden Fall war Wasser für die Elefanten auch dabei. Dann habe ich mir das hier gekauft. Ich glaube, das ist die dritte Auflage. Das kam auf jeden Fall raus, bevor der Film rauskam. Da habe ich es nämlich nochmal gelesen. Wer den Film nicht gesehen hat oder das Buch nicht gelesen hat, es geht um einen jungen Tierarzt, der, ich möchte nicht so viel verraten, aber er kommt zum Zirkus. Oha, oha, wer hätte es gedacht. Lernt dort die Kunstreiterin kennen, die aber eigentlich mit dem Zirkusdirektor verheiratet ist. Auch wenn, um Gottes Willen, Robert Pattinson diesen jungen Tierarzt spielt. Ich fand den Film trotzdem gut, gerade mit Christoph Waltz. Christoph Waltz ist ein mega klasse Schauspieler, der hat den Film für mich eigentlich dann auch nochmal gerettet. Ich muss einfach die Augen zukneifen. Wenn Robert Pattinson im Bild ist, dann kann man das alles ertragen. Aber es ist ein richtig schönes Buch und ich habe damals wirklich Tränen in den Augen gehabt, als ich es gelesen habe. Ich kann es euch definitiv nur empfehlen, es selbst mal zu lesen und nicht den Film zu schauen. Frage Nummer 4 bezieht sich auf Instagram und sie heißt, ein Buch, das so schön ist, dass du es Instagrammen musst. Ich habe mich, auch wenn ich es schon mal hochgehalten habe, für Silber entschieden. Ich liebe einfach die Aufmachung von Kerstin Giers Büchern.
die ist einfach so schön. Da sind so viele schöne Schnörkel und so kleine Tierchen. Und die Schlüssel aus dem Buch sind auch abgebildet. Und die Tür natürlich zum Traumreich, die ist auch abgebildet. Und was das Schöne bei Kerstin Gier ist, wenn man jetzt mal den Umschlag wegmacht, kann sich nur noch um Stunden handeln. Die Aufdrucke sind auch auf dem Buch. Also das, was auf dem Cover abgebildet ist, führt Kerstin Gier oder ihre Illustratorin nochmal auf dem Cover weiter. So sieht das Ganze aus. Und auch von innen ist es einfach wunderschön. Wie ihr wisst, das ist meine signierte Ausgabe, die niemals mein Haus verlassen wird. Auf Teufel komm raus werde ich diese Ausgabe niemals weggeben. Hier die schönen Augen, also das ist richtig, richtig cool, dieses Buch. Ich weiß nicht mehr, wer die Illustration macht. Sie hat mal irgendwann einen Namen genannt und hat sich tausendmal bei ihr bedankt. Aber sie macht einfach so schöne Sachen. Und jetzt beim Wolkenschloss, das ist ja auch wieder so schön aufgemacht. Oder die ganze Edelstein-Trilogie, die sind ja auch optisch so wunderschön designt. Ich bin einfach verliebt in Kerstin Gier und ihre Illustratorin. Ich muss definitiv auch irgendwann mal einen Instagram-Post mit diesem Buch machen. Ich wollte es nämlich demnächst nochmal lesen. Und ich denke, das wäre dann der richtige Zeitpunkt, auch mal ein Instagram-Bild zu machen. Und zu guter Letzt kommen wir zum Social-Media-Punkt YouTube. Hier lautet die Frage, ein Buch, das du am liebsten verfilmt sehen würdest. Und auch dieses Buch habe ich schon diverse Male in die Kamera gehalten, weil es nämlich das Buch ist, das ich jetzt im Januar als allererstes gelesen habe. Und das wäre Will und Liken. Ich habe das Buch, ich glaube, an Weihnachten angefangen, bin jetzt Anfang Januar schon fertig gewesen, ich weiß nicht, am 12. oder so. Dafür, dass es knapp 900 Seiten hat, war das doch relativ in Ordnung von der Zeit her. Ich habe es von vorne bis hinten verschlungen. Ich habe mich direkt in die Protagonistin verliebt. Ich mag Lake. Sie ist so zuckersüß und Will ist einfach so ein herzensguter Mensch. Ich habe auch gerade, ich glaube heute Morgen war es, auf Goodreads eine Rezension geschrieben. Also wer auch noch bei Goodreads ist, der darf gerne mal in die Infobox klicken. Da habe ich den Link zu meinem Profil. Also wer auch dort angemeldet ist, darf sich ruhig bei mir melden. Auf jeden Fall finde ich auch die Story richtig schön. Natürlich, es ist, wie es in vielen Büchern ist. Es ist ein Junge und ein Mädchen, die sich ineinander verlieben. Aber wegen irgendeinem drastischen Schicksalsschlag können sie nicht zusammen sein. Schon 100-mal gelesen, aber ich finde, Colleen Hoover hat es richtig gut gemacht. Ich habe mit ihnen gelacht, mit ihnen geweint, mit ihnen gelitten. Auf jeden Fall wäre das definitiv eine Story, die ich gerne verfilmt sehen würde. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr bei den ganzen Fragen geantwortet hättet. Ob ihr mir zustimmt, ob ihr anderer Meinung seid, ob ihr vielleicht das ein oder andere Buch auch schon gelesen habt. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören. Falls ihr kein Video mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne hier auf den Abonnieren-Button drücken. Irgendwo hier wird er verlinkt. Hier seht ihr noch mein letztes Video. Ihr dürft auch gerne bei Instagram oder Facebook vorbeischauen. Dort findet ihr mich natürlich auch unter Canis Minor Art. Ich verabschiede mich von euch, wünsche euch noch ein schönes Bergfest und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!